Gringo, se llama Gringo, oh, oh. Spin that Gringo, oh, oh. Ay caramba, liebe Leute, hier ist der Gringo mit einer weiteren Folge Going Downtown. In der letzten Folge haben wir ja von unserem Chef hier, Edward, einen tierischen Einlauf bekommen. Mittlerweile haben wir den verdaut. Also jetzt nicht sprichwörtlich verdaut, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir zum öffentlichen Terminal, damit wir den Gordon Briggs anrufen können oder zumindest uns verbinden lassen können mit ihm. Und da gehen wir einfach noch auf die Übersichtskarte und vor unserem Apartment. Weil da ist nämlich ein öffentlicher Terminal. Ja, schon ein tolles Motorrad. Gut, hat eckige Reifen, aber naja, es ist halt so. Ist ja auch in der Zukunft, da ist das so üblich. So, und jetzt müssen wir die richtigen Antworten haben, sonst wird das halt nichts hier. Achtung, Jake, dieses Terminal verschickt keine Kennung an den Angerufenen, weil du von einem öffentlichen Gerät aus anrufst. Möchtest du trotzdem fortfahren? Oh, selbstverständlich. Ja. Okay, Jake, was kann ich für dich tun? Ich möchte jemanden anrufen. Wen möchtest du denn anrufen, Jake? Ich möchte Big Briggs Incorporated anrufen. Okay, ich verbinde. Big Briggs Incorporated, mein Name ist Forster. Was kann ich für Sie tun? Henry Miller hier. Geben Sie mir Gordon, aber fix. Welchen Gordon meinen Sie, Mr. Miller? Wir haben mehrere Angestellte mit diesem Namen. Ich meine natürlich Gordon Briggs, Ihren Boss. Verbinden Sie mich, und zwar ein bisschen plötzlich, sonst sitzen Sie morgen auf der Straße. Einen Moment. Ich will sehen, was ich für Sie tun kann. Vorstandssekretariat BBI, mein Name ist Lester, was kann ich für Sie tun? Henry Miller, ich möchte Mr. Briggs in einer sehr dringenden privaten Angelegenheit sprechen. Um was für eine Angelegenheit geht es denn genau, Mr. Miller? Ihr Chef ist ein Krimineller, wussten Sie das? Und wenn Sie mich nicht weiter verbinden, weiß es bald die ganze Stadt. Ich bin sicher, Mr. Briggs kann Ihre Vorwürfe vollständig entkräften. Einen Moment, ich verbinde Sie mit seiner persönlichen Assistentin. Guten Tag, mein Name ist Joanna Rice, persönliche Sekretärin von Mr. B. Was kann ich für Sie tun? Ich soll Mr. Briggs einen schönen Gruß von Rose ausrichten. Sagen Sie ihm das, dann wird er mit mir reden wollen. Leider habe ich keine Ahnung, wer Rose ist und ob Mr. Briggs sie überhaupt kennt. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Mr. Briggs diese Angelegenheit als ähnlich dringend einschätzen wird wie Sie? Rose ist tot und Mr. Briggs hat sie auf dem Gewissen. Brauchen Sie noch mehr Informationen? Ich denke, die Details sollten Sie vielleicht wirklich direkt mit Mr. Briggs besprechen. Ich frage ihn am besten mal. Einen Moment bitte, bleiben Sie in der Leitung. Gordon Briggs hier, was wollen Sie von mir? Meiner Assistentin nach muss es ja was wirklich Wichtiges sein. Erinnern Sie sich an Rose? Nein, sollte ich? Ja, denn Rose ist tot. Und das wissen Sie. Und einer Ihrer Leute war in Ihrer Wohnung. Was reden Sie da für einen Unsinn? Reden Sie Klartext mit mir oder ich beende dieses Gespräch. Wir müssen uns treffen, Mr. Briggs, sonst gehe ich zur Polizei. Und was wollen Sie den Cops erzählen? Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wovon Sie reden. Wenn Sie meinen. Aber wollen Sie dieses Risiko wirklich eingehen? Ich wette, die Polizei interessiert sich durchaus für meine Story. In Ordnung. Lassen Sie uns einfach mal ein bisschen plaudern. Wo treffen wir uns? Ich kenne da eine gemütliche Bar, das Fat Frenzy. Da treffen wir uns heute Abend. Kommen Sie allein, keine Waffen. Nur Sie und ich und die Wahrheit. Von mir aus. Können wir dieses Telefonat dann jetzt beenden? Aber sicher. Da habe ich einen netten Abend vor mir. Ich sollte Fat Frenzy vielleicht vorwarnen. Das heißt für uns also auf ins Fat Frenzy. Ja, können wir über einen Shopper machen. Also waren die Antworten alle richtig. Und damit sind wir einen Schritt weiter. Und das ist gut so. Na bitte, wer sagt's denn? Sind wir also angelangt? Also, hier ist eigentlich gar nichts los. War hier jemals überhaupt was los?
Wenn das so ein recht runtergekommener Laden, wie man sieht, also. Naja, aber vielleicht wird es ja noch voller. Was haben wir hier? Comstation hatten wir ja schon. Waffenscanner hatten wir ja auch schon mal. Das Scan-Device piept bei allen nicht registrierten Waffen. Also ja, nicht bei meiner. Ja, doch, hatten wir alles schon. Okay, also auf zu Fatty Man. Ja, sieht ein bisschen aus wie Mr. T für Arme. Oder in Dick. Lange nicht gesehen, Jake. Jo, was man. Gibt es Neues? Ich habe ja einen, sagen wir, einen geschäftlichen Termin. Das könnte etwas ungemütlich werden, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Das klingt nach Ärger. Wen hast du dir denn da eingeladen? Der Kerl ist Unternehmer. Und keiner von der Sorte, mit denen man Späßchen treibt. Dein Waffenscanner am Eingang funktioniert? Machst du Witze? Das Ding funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Ich wollte es mal reparieren lassen, aber bei den Preisen? Der Typ vom Service meinte damals, dass das Scan-Device hinüber ist. Das ist schlecht. Ich wette, der Kerl erscheint hier nicht unbewaffnet. Und eigentlich hatte ich nicht vor, demnächst draufzugehen. Schon gar nicht in deiner Bar. Dann lass das Ding doch reparieren. Ich habe nichts dagegen. Das glaube ich. Ich entriegel das Device mal eben, dann kannst du es mitnehmen. Ich würde an deiner Stelle kein neues kaufen. So ein Teil kostet ein Vermögen. Am besten gehst du zu Platino. Ist ein Kumpel von mir. Der repariert sowas. Wird zwar auch nicht billig, aber wenn du ihm einen schönen Gruß von mir bestellst, macht er vielleicht was beim Preis. Aha. Okay, dann müssen wir das jetzt reparieren lassen. Ich habe das kaputte Scan-Device. Was mache ich jetzt damit? Geh damit zu meinem Kumpel Platino. Er müsste das Teil reparieren können. Wird zwar nicht billig, aber immer noch besser als neu kaufen. Schön, jemanden zu haben, der sich um meine Finanzen sorgt. Ich würde sagen, wir gehen einfach los. Ich muss dann wieder los. Bis dann. Ja, okay. Oh nee, wir können ja direkt hier über unsere Karte. Was haben wir denn überhaupt noch Bargeld hier? $2,000 in bar. Oh yeah. 2 Mille. Bild von Rose. Aha. Was ist das denn für ein Hund? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein großer Hund. Hat sie irgendwas Besonderes an sich? Nee, sieht nur so ein bisschen chinesisch aus. Na, vielleicht ist das auch so ein chinesischer Hund irgendwie. Wobei, ich kenne eigentlich nur die Chow-Chows und diese kleinen, weiß ich nicht, wie die heißen, so einen ganz kleinen. Oh. Ja, ein keine Foto Ahnung, was das Bild überhaupt zu sagen hat. Hund. Nicht schon wieder eins von diesen neumodischen Schwarz-Weiß-Holos. Aha, also war das ja kein richtiges Foto, oder wie? Oder kein richtiger Hund, sondern ein Hologramm. Na gut, also auf jeden Fall müssen wir jetzt dazu diesen, was hat er gesagt? Oh Gott, Platino? Platino? Mal sehen hier. Platino, jawohl. Also zurück. Und über die Karte an. Platino, hier blinkt es und hier haben wir es auch schon gefunden. Auf zum Platino. What's up? Kennen wir uns? Wer schickt dich? Du bist doch Cop, oder? Einen schönen Gruß von Franzi. Er sagte, du bist einfach der Beste, wenn es um technische Spielereien geht. Ich bin tatsächlich Cop, aber ich bin in eigener Sache hier, wenn du verstehst. Solange du mich nicht gleich wieder in den Knast steckst, ist alles okay. Ich bin heute erst raus. Du bist nicht der erste Cop, der was von mir will. Und wenn Franzi dich schickt, wirst du schon in Ordnung sein. Du kommst gerade erst aus dem Gefängnis? Sag dich doch bereits. Mein erster Tag in Freiheit. Aha. Wieso haben sie dich eingebuchtet? Ach, wegen einer dummen Lappalie. Signaturfälschung. Trotzdem haben sie mich 3 Wochen lang drin behalten. Ich habe hier ein Scan-Device, das muss repariert werden. Puh, was kommst du mir mit so einem langweiligen Standardkram an? Kannst du nicht einfach ein neues kaufen? Frenzy sagt, die Reparatur bei dir kommt mich billiger. Es ist für seinen Laden. Und warum kommt er da nicht selbst vorbei? Naja, mir egal. Für $15,000 bist du dabei. Für weniger mache ich es nicht. Die? So viel Geld habe ich nicht bei mir. Wie sieht's aus mit Ratenzahlung? Ratenzahlung?
Wir sind doch hier nicht bei Go-Mart. Du hast doch das Geld. Du hast doch 20.000. Hä? Moment mal. Achso, warte mal. Mal erstmal hier weiterreden. Was hast du da eigentlich für ein entzückendes Hündchen? Ah. Niedlich, oder? Das ist Pfiffi. Mit echten Tieren konnte ich nie was anfangen. Aber seit ich Pfiffi habe, ist so niedlich. Und auch so wahnsinnig intelligent. Pfiffi, mach mal Männchen. Ist das nicht süß? Pfiffi und ich sind wie füreinander gemacht. Er ist das Tollste, was mir je passiert ist. Verstehe. Wahre Liebe sozusagen. Ich komme später wieder. Ja, ja, was haben wir falsch gemacht? Braver Pfiffi. Guter Pfiffi. Was haben wir falsch gemacht? Taipan. Da ist eine Schlange drin. Pfiffi, lass das! Aus! War klar, dass ein Computerfreak sowas braucht. Ja, wir haben irgendwas falsch gemacht. Irgendwas. Aber was? Ha. Keine Ahnung. Kann ich irgendwas im Tagebuch nachlesen? Ach, ich habe ja nur 2.000. Ich habe ja keine 20.000, ich Vollidiot. 2.000, wir müssen uns Geld besorgen. Wie bekommen wir an Geld? Ah. Oh, wo ist der Polizeirevier? Ach, das ist ja ärgerlich. Mal Gordon fragen, ob er einen Job für uns hat. Ach, Edward, nicht Gordon. Gordon war in der Briggs. Wir brauchen Geld. Was gibt es, Jake? Was ist aus der Leiche der Prostituierten geworden, dieser Selbstmörderin? Hat irgendjemand Anspruch auf sie erhoben oder wurde sie schon eingeäschert? Nein, deine Lieblingsnutte ist noch im Leichenschauhaus. Jetzt wird sogar offiziell vom ISD in ihrem Fall ermittelt. Da staunst du, was? Ihr habt nämlich jemand den Daumen abgeschnitten. Dass sie tot ist, interessiert niemanden. Aber sobald ein Fingerchip fehlt, fangen sich die Rädchen an zu drehen. Der Finger mit Chip ist durchaus was wert auf dem Schwarzmarkt. Wie geht das Inner Security Department in so einem Fall vor? Keine Ahnung. Wie sollen die einen Daumen finden? Und sobald die Daten auf dem Chip gelöscht und er neu beschrieben wurde, hat sich die Angelegenheit endgültig erledigt. Und das ist mit Sicherheit schon passiert. Aha. Gibt es schon einen Verdacht, wer Roses Finger gestohlen hat? Nichts Konkretes, aber natürlich die üblichen Verdächtigen. Leichenwäscher, Pathologen, Sanitäter, Ärzte. Der Sanitäter? Der Typ war ein echter Freak und mit Isabel als erster am Tatort. Dann schnapp ihn dir. Die Prämie ist nicht zu verachten. $15.000. Na, so ein Zufall. Ich muss weiter. Bis dann. So, mal sehen, ob wir den Auftrag sozusagen hier eingespeichert haben. Geld besorgen. Sanitäter. Ach ja, er hat ja seine Com-ID. Richtig, er hat ja eine Telefonnummer von ihm. Ja, müssen wir da auch wieder zum Privat, also, oder können wir hier von dieser Com-Station aus? Das heißt, wir können uns ja die Adresse geben lassen. Vielleicht reicht es. Hallo Jake, was kann ich für dich tun? Ich möchte Polizeiakten einsehen. Okay, Jake. Welche Akte willst du einsehen? Wie hieß der? Danny O'Neill. Zeig mir die Akte von Danny O'Neill. Genau, das war der. Fester Wohnsitz vorhanden. Also müssen wir den ja auch irgendwie aufrufen können, nehme ich an. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Wenn nicht, müssen wir wahrscheinlich anrufen. Danny O'Neill, Platino, Polizeilabor, Rotlichtviertel, Polizeirevier, Roses Loft, Charles for Jake's Apartment. Oh. Kommen wir hierher. Ich glaube, wir müssen ihn vielleicht mal anrufen. Machen wir einfach mal. Einfach mal mit ihm telefonieren.
Achtung, Jake! Dieses Terminal verschickt keine Kennung an den Angerufenen, weil du von einem öffentlichen Gerät aus anrufst. Möchtest du trotzdem fortfahren? Ja, bloß andersrum. Wir müssen doch die Adresse haben, wenn er in den Akten steht. Oder musst du anrufen und fragen, hey, wo wohnen Sie? Ja. Okay, Jake, was kann ich für dich tun? Naja, schauen wir mal, wie wir es am besten meistern. Ich möchte jemanden anrufen. Wen möchtest du denn anrufen, Jake? Ich möchte Danny O'Neill anrufen. Okay, ich verbinde. Wer stört? Aha. Ja, was nehmen wir denn da? Ich suche einen Daumen mit Chip. Ich habe gehört, du kannst sowas besorgen. Mag sein, aber wenn ich sowas besorgen könnte, wäre es sicherlich nicht sehr billig. Bevor wir uns über Preise unterhalten, will ich die Ware sehen. Das ist nur fair. Wo wollen wir uns treffen? Ah, das ist gut. Ja, wo treffen wir uns denn? Da nicht. Die Adresse wird er uns bestimmt nicht geben. Ich denke mal, hier müssen wir hin. Kennst du die alte Industrieanlage in der 215? Wir könnten uns direkt dort treffen. Okay, ich mach mich auf den Weg. Aber komm allein, kapiert? Na bitte. Okay, dann müssen wir jetzt zu dieser alten Industrieanlage. Aber natürlich nicht zu Fuß. Nein, wir nehmen unseren Chopper mit den eckigen Reifen. So, mal sehen. Industrieanlage. Hier hinten, wa? Nee, war Polizeirevier. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht hinzugehen. Nee, ich weiß. Habe ich auch verdrückt. Ja, großes Loft. Ja, wo ist das? Ach, hier ist noch weiter. Kick an. Aha. Gut, also Fabrikhalle. Oh ja. So, muss ich mich jetzt verstecken? Was war denn jetzt hier? Dreckhaufen. Wenn ich auf den Dreckhaufen klettere, würde ich ziemlich schnell ähnlich übel stinken. Ja. Ach, da steht er ja. Hallo, wir kennen uns doch. Ah, mein Kunde, willkommen. Ich habe alles dabei, was du suchst. Ich hoffe, du hast das Geld dabei. Das werde ich nicht brauchen, denke ich. Was? Was wird das denn jetzt? Sag mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Schlechtes Gedächtnis? Wir hatten neulich erst das Vergnügen. Oh Mann, jetzt erkenne ich dich. Shit, du bist Cop. Was du nicht sagst. Shit, 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 verdammte Scheiße. Ich wusste doch gleich, dass mit dir was nicht stimmt. Was nehmen wir denn jetzt? Du sammelst Finger und mit mir stimmt was nicht? Wenn du nicht so ein kranker Freak wärst, wärst du direkt witzig. Auf jeden Fall werde ich eine schöne Prämie für dich bekommen, wenn ich dich verhafte. Oh Mann, aber du knallst mich doch nicht ab oder sowas. Doch, wenn du versuchst abzuhauen. Mach ich nicht, ich schwöre es. Ich mach alles, was du sagst, okay? Okay? Ist ja gut, nun mach dich nicht gleich nass. Komm einfach mit und halt die Klappe. Ja, wäre das jetzt Judge Dredd, dann hätte er ihn wahrscheinlich gleich erschossen. Ich muss schnellstens zum Revier Danny abliefern. Roses Finger behalte ich fürs Erste. Vielleicht kann ich ihre ID noch für irgendwas gebrauchen. Bestimmt. So, Polizeirevier. Ach, der sitzt hinten drauf. war ja witzig. Ich weiß nicht, ob man das so erkannt hat. Ich ja. Ich bringe hier einen Typen, der die Finger nicht von den Fingern anderer Leute lassen kann. Sein Name ist Danny O'Neill. Er war als Sanitäter vor Ort, als man Rose vor meiner Haustür gefunden hat. Gratuliere. Ich kümmere mich um ihn. Er wird gleich abgeholt. Was passiert jetzt mit mir? Keine Panik. Wenn du vernünftig bleibst, leg dich auch niemand um.
Sie kommen jetzt erst einmal in Untersuchungshaft. In Kürze entscheidet dann ein Haftrichter darüber, ob Sie auf Kaution wieder rauskommen. Ich würde allerdings nicht davon ausgehen. Und jetzt können wir mit Edward reden und dann müssen wir mit ihm reden. Quatschen kann ich auch ein andermal. Was gibt es, Jake? Kannst du mir bitte das Geld für die Verhaftung sofort gutschreiben lassen? Ich brauche es wirklich dringend. Schon erledigt. Die $15,000 sind auf deinem Konto. Meinst du, ich habe Lust, dass du aus deiner Bude fliegst? Nachher stehst du dann auch bei mir vor der Tür. Super. Ich muss weiter. Bis dann. Das ist doch schon mal klasse. Da sind wir wieder einen Schritt weiter. Ja, dann können wir also jetzt normalerweise die Scanner halt reparieren lassen. Wir brauchen dazu nur ins Platino fahren. Das Geld haben wir, die 15.000. Ja, das machen wir. Aber erst in der nächsten Folge, weil die Zeit schon wieder vorbei ist. Ich kann nichts dafür. Ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, adios amigos und danke.